Die regionalen Tarifverhandlungen für die rund 70.000 Beschäftigten in der rheinland-pfälzischen Chemieindustrie sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die beiden Verhandlungsführer, Roland Strasser von der Gewerkschaft IGBCE und Hans Oberschulte für die Chemiearbeitgeber, konnten sich in ihren Standpunkten nicht annähern. Wir haben seit dem letzten Tarifabschluss im Sommer 2018 in jedem einzelnen Quartal bei allen wirtschaftlichen Kennzahlen rote Zahlen zu verzeichnen. Beim Umsatz, beim Gewinn, bei der Produktion, auch beim Auftragseingang. Und das müssen wir natürlich berücksichtigen, wenn wir über eine Tariferhöhung jetzt im vierten Quartal 2019 verhandeln. Die Gewerkschaft hat bei den Verhandlungen in Mainz keine konkrete Lohnerhöhung gefordert. Macht das die Verhandlungen nicht einfacher? Es macht die Verhandlungen nicht wirklich einfacher, weil es ist zwar keine Prozentzahl genannt, aber es sind ja letztlich doch Prozente gefordert. Mit der Entgelterhöhung, mit der Pflegezusatzversicherung und mit dem Zukunftskonto. So gesehen ist zwar keine Zahl genannt, aber vereinfachen tut es die Verhandlungen nicht. Gewerkschaftliche Forderungen, die letztendlich eine Steigerung der Personalkosten von mehr als 4% entsprechen, wollen die Chemiearbeitgeber in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage nicht akzeptieren. Ob man über eine Krise redet oder nicht, ist im Endeffekt eine Frage der Wortwahl und es ist für uns gar nicht das Allerwichtigste. Wenn aber seit dem letzten Tarifabschluss alle wirtschaftlichen Zahlen im roten Bereich sind, dann muss das unter allen Umständen berücksichtigt werden und natürlich auch dann in der Tarifverhandlung seinen Widerhall finden. Die Chemiearbeitgeber erwarten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie einen tiefgreifenden Strukturwandel. Die Unternehmen stünden vor umfangreichen Investitionen in die Digitalisierung, den Klimaschutz und die E-Mobilität. Deshalb sehen die Arbeitgeber auch das von der Gewerkschaft geforderte Zukunftskonto für die Arbeitnehmer kritisch. Man muss zwei Dinge unterscheiden beim Zukunftskonto. Inhaltliche Elemente aus dem Zukunftskonto sind durchaus innovativ und können auch für die Chemieindustrie eine gute Lösung sein, sodass man das Ergebnis offen diskutieren sollte. Die zweite Frage, und das ist die schwierige, ist, wie bezahlt man das und wie können wir das in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation rechtfertigen? Und deswegen inhaltlich durchaus ergebnisoffen diskutierbar, von der materiellen Belastung her schwierig. Die Tarifverhandlungen in der Chemie werden am 21. Oktober in Hannover auf Bundesebene fortgesetzt.